Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich bin im Kerker. In der letzten Folge habe ich mich so hart erschrocken, dass ich ein Stresslevel hatte, dass mein Kopf mir danach einen Tinnitus verpasst hat. Ich kriege einen Tinnitus, wenn bei mir Stress nachlässt. Wow. Also das war heftig. Ich hoffe, es wird jetzt nicht mehr so heftig, weil ich mich vielleicht irgendwie dran gewöhnt habe. Oh, ich hoff's. Ich habe ein paar Schlüssel gefunden. Leider lässt sich die Tür nicht öffnen. Den Pfad hätte ich gerne jetzt irgendwie gefunden. Meine Seelen, ich weiß gar nicht, wie viele ich hatte. Ich war so woanders. So anders gestresst gerade, dass ich auf nichts geachtet habe und nur auf den nächsten Jumpscare gewartet habe, mehr oder weniger. Was das Ganze natürlich nicht besser macht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde jetzt versuchen, relativ zügig hier durchzukommen. Ist jetzt ein Versuch, mal schauen, was passiert. Die muss ich schnell killen, weil die mir nämlich mein Leben snacken. Der will mich runterschmeißen. Nee, bitte nicht. Hören wir bitte auf damit? Nein! Die mit ihrem Brandeisen. Okay. Da sind zwei um die Ecke. Ich würde wirklich gerne den Pfad finden. Ich weiß, was ich jetzt tun werde. Ich probiere was anderes aus. Und zwar wirft der eine mich doch hier runter. Da kann ich hin. So. Ist hier irgendwie ein Pfad drin? Nee. Lohnt sich das, den zu befreien aus irgendeinem Grund? Nee, oder? Warum kriege ich mein Leben nicht zurück? Gib mir mein Leben bitte zurück, Spiel. Weil ich nicht anvisieren durfte. Ja, ist gut, ist gut. Ach, komm. Ja, passt schon. Okay. Aber hier ist verschlossen. Ich habe doch zwei Schlüssel gefunden. Hier ist noch einer um die Ecke, ne? Dachte ich. Da hinten. Hier unten. Nee, euch will ich eigentlich nicht. Hier kommt der Bait. Ha. Okay, aber ich bin relativ zügig jetzt hier gelandet. Was ja schon mal ganz gut ist. Dann laufe ich jetzt doch vielleicht einfach mal weiter. Einfach mal abkürzen. Du bist eine Mimika.
Nein, ach, ich habe gerade gedrückt zum Wegrollen, aber ich hatte keine Ausdauer. Gut. Drachentöter Blitzpfeil. Okay. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich hier vielleicht den Pfad zum Leuchtfeuer finde. Es wirkt ein bisschen so. Weil ich so weit nach oben gehen muss. Ha. Nee. Blitzbolzen. Schade. Okay, einfach mal hier weiter. Hier ist ein Aufzug. Nach oben? Okay. Jetzt beschweren sich wieder welche. Du kannst doch nicht einfach den Loot liegen lassen. Nice. Ah, wunderbar. Guck mal an. Das ging zügig. Nice, sehr gut. Will ich jetzt den Riesen? Die sind eigentlich ziemlich easy. Jetzt erstmal die Ratten wegmachen. Und dann versuche ich den Riesen zu killen. Hier werden ja nicht unendlich Ratten spawnen. Oder? Lol, hä? Jetzt ist er wach. No! Hoppla, Ratten.
Ah, okay, die spawnen doch unendlich hier. Oh Gott. Aua. Ah, ja, scheiße. Mist. Wo geht's da unten weiter? Ich bin verwirrt. Ah, hier. Das ist wahrscheinlich einfach die Abkürzung. Ist da oben dann? Geht's oben lang weiter? Da die Leiter, wo da wo ich die Mimika gekillt habe? Oder ist hier irgendwie noch ein Durchgang? Nee. Weil, also, was anderes sehe ich gerade nicht als außer hier. Ah, dämliche. Ja, ist ja gut. Also, dann muss es ja hier weitergehen, oder? Ah, Moment, ja. Ich weiß. Ich guck mir jetzt hier nochmal. Hier. Hier. Und dann da hinten rechts rein. Ach, dämliche Ratten. Die Frage ist ein bisschen, ob ich nochmal da hochgucken soll, um die Mimika zu killen, aber... So, hier sind zwei große... Die hat mich tatsächlich getroffen. Weinerei. Gut. Oh Gott. Wo geht's hier lang? Drachenkörperstein. Ich habe so eine Vermutung, wo ich jetzt rauskomme. Ah, nicht da, wo ich dachte, dass ich rauskomme, aber auch gut. Blitzklinge. Finde ich ja jetzt erstmal auch ganz stark. Auf was chillt ihr hier eigentlich? Was habt ihr gewartet? Ah, die Aussicht genossen. Jetzt? Okay, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Schön mit Picknickdecke. Ist ein schöner Picknickspot. Auf jeden Fall. So. Wo muss ich lang?
Sieht nicht so freundlich aus hier. Oh Gott. Nee, wir lassen das mal. Wartet, bitte nicht. Mimika. Hier fällt mir doch gleich irgendwas auf den Kopf. Mein Gott, wie weit geht's denn hier noch runter? Und was bist du da drüben? Gottlose Hauptstadt. Oh Mann. Ja, guck mal an. Ja, komm mal hierher. Lass uns hier drüben kämpfen. Stein, irgendwas. Aua! 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 Nee, ah. Ein bisschen uncool. Shit. Ah. Nee, Moment. Nee, warte. Wo war denn jetzt diese Tür? War die hier? Nee. Ist das die da hinten? Nee. War die da hinten? Nee. Wo war denn jetzt diese Tür? Dann hoffe ich jetzt einfach auf gut Glück, dass ich auf der richtigen Seite runtergesprungen bin. Nope, das war falsch. Dann muss die Tür ja da drüben sein. Aua, voll reingehüpft. War das die? Ja, das war die Tür. Okay. Gut, dann weiß ich jetzt in Zukunft, wo es lang geht. Ist das der bessere Weg? Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt. Aber ich glaube ja. Ich vermute mal, dass nach der Brücke mit diesem Steinwesen eh gleich ein Leuchtfeuer kommt, dann hat sich das erstmal. Geklärt. Oh, hi.
Ja, da drüben ist eins. Der ist mir eigentlich ein bisschen zuwider, der Gegner. Also, es dauert 100 Jahre. Wahrscheinlich bräuchte ich eine stumpfe Waffe, um dem mehr Schaden zu machen. Komm mal her. Ich mach das jetzt. Ich versuch's jetzt, indem ich ihn einfach mal Gegner sein lass und mir da drüben das Leuchtfeuer snack. Mal gucken, ob das klappt. Nicht euer Ernst, wie komme ich jetzt darüber? Leiter. Hier runter, drüben rauf. Mega uncool. Aber was soll's. Geht. Geht, geht, geht. Gut. Oh, okay. So, jetzt ist es natürlich so. Wait. Kann ich hier gar nicht. Geht das nur am Hauptfeuer und beim Feuerbandschrein? Ja, davon habe ich mittlerweile auch schon zwei Stück. Das heißt, wir hauen die mal da rein. Oder drei? Habe ich sogar noch einen? Ja, tatsächlich. Holy shit. Noch einen? Noch einen? Holy moly! Okay, jetzt das war's. Mein Gott, wie viele von diesen Dingern ich gefunden hatte. Jetzt ist mein Flakon ja übermächtig. Und du kannst ihn mir nochmal verstärken, oder? Weil Ding habe ich ja auch gefunden. Nice. So, jetzt müsste ich, nachdem ich am Feuer gesessen bin... Oh, warte mal. Und ich habe große Titanitscherben gefunden. Titanitbrocken brauche ich jetzt hierfür. Ah, guck mal an. Aber das kann ich noch mal erhöhen. Let's go! So, und bei dir noch eine Nummer einmal durchleveln. Einmal leveln bitte. Mindestens. Achso, oh, so knapp zu wenig. Ja, komm, dann schlucken wir jetzt ein paar Seelen noch. Ja, ist gut. Müsste für zweimal reichen. Welcome home, I should speak. Very well. Then touch Haken up. Kann ich nochmal? Benötigte. Ich habe 11.000. Also ich sollte auf jeden Fall. Farewell, Ashen. Das ausgeben. Das heißt, ich mach das mal eben noch. Reicht das? Müsste reichen, ne? Muss ja nicht 10.000 Seelen mit mir rumschleppen. Entschuldigung. Gut, passt. So, jetzt haben wir nur noch 200. Easy. Jawohl, 8 Flakons. Ach, Entschuldigung. Ich hab ein bisschen was im Hals. Ich bin gerade, also ich bin auch super erschrocken. Ich bin eigentlich hier diese Richtung gelaufen, um einfach, keine Ahnung, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es hier weitergeht. Für mich war das so, ja, um die Ecke und fertig. Nee, ne? Da komme ich ja nicht mehr hoch.
Also einmal kurz hier den. Wow. Kann ich da einfach so ran? Nee. Ich bin verwirrt. Da draußen ist eine Leiter. Wie komme ich an diese Leiter ran? Und hier? Nee. Dann hier. Ach, guck mal da. Okay, die geht aber weiter runter, als ich dachte. Oh, oh, okay, alles klar. Holy guacamole. Let's go. Ach nee. Euer Ernst. Das sah aus, als könnte ich da drauf landen. Oh, shit. Okay. Jetzt bin ich überlegt, ob ich da unten rausgehe oder hier lang gehe. Boah, keine Ahnung, ey. Natürlich wunderbar jetzt meine Menschlichkeit verloren. Ey, nicht. Aua. Unitöterbogen, aha. Können wir ganz kurz chillen. Voll der Stress! So ein Feuerball, Junge. Ja, genau. Kommt ihr zu mir? Ja, ouch. Passt. Easy. Bist du irgendwas Cooles? Oh, hi. Steckt sich noch einer hinter der Schüssel, ey. Dolch der Maid. Ah, guck mal. Boah, ey, Leute, das ist eine Drachenhöhle hier. So viel Gold. Hallöchen. Nee, doch keine Rache. Jorm der Riese. Hey, du bist auf jeden Fall, bist du ein... Kann ich bitte... Ich will deine Beine. Oh Gott, ich mache ihm keinen Schaden. Und er macht mir ziemlich viel Schaden. Aua. Aua. Shit.
Naja. Oh oh. Okay, hier muss es einen Trick geben, dass ich ihm mehr Schaden machen kann, irgendwie. Was liegt da hinten? Autsch. Gut. Es war die Maid mit dem Dolch im Esszimmer. Alles klar, also ich muss mich jetzt erstmal umschauen. Und mir einmal die Waffe. Ich glaube, es war eine Waffe, die ich gerade bekommen habe. War es die? Ich war leider etwas im Schnee. Das hier, Sturmherrscher. Großschwert. Sturmkönig zieht in der Haltung Stürme zu der Klinge am effektivsten im Angesicht eines Riesen. Ha. Führte eins, zwei dieser Schwerter. Eins gab er an Ungläubige, das andere an einen alten Freund, bevor er zum Aschefürsten wurde. Fertigkeit Sturmkönig. Zieht in der Haltung Stürme zu der Klinge am effektivsten. Okay, Moment. Ah. Aber ich habe nicht genug Mana dafür. Ha. Das ist jetzt, bin ich jetzt mir noch nicht ganz sicher, wie und was ich hier wie tun werde. Ich werde erstmal schauen, ob ich ihm irgendwie mehr Schaden mache, wenn ich da oben ein bisschen aufräume bei den Maiden. Na, kommt ihr. Könnt auch ein bisschen, also ganz so langsam müsst ihr jetzt eigentlich nicht, ne? Wir wissen alle, wie das endet, sagte er, hatte wieder eine große Fresse und bekam aufs Maul. Ja, die eine leckt jetzt da oben, das ist Kacke. Großer Mist. Stopp. Passt. Kein großer Feuerball.
Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Hey, ach so einer. Das ist... und da noch einer. Ach, ja, wunderbar. Das ist jetzt irgendwie gar nicht geil. Ha. Oh, Jungs. Oh, oh. Das war nicht so... Ich dachte, ich mache einen Sprungangriff oder sowas. Okay, keinen Schaden. Ihr habt gerade einen ganz blöden Rhythmus. Ich war zu kurz. Ja, das ist jetzt scheiße. Ich geh weg. Vielleicht hauen sie ja ab. Ich werde es jetzt einfach mal mit dem Schwert probieren, das ich hier bekommen habe. Mal schauen, weil also es ist ziemlich offensichtlich, dass man dieses Schwert benutzen soll, weil es hat null Stärke, also man soll dafür nichts verwenden, man braucht dafür keine Stärke und nix. Bringt gar nichts. Es bringt überhaupt nichts. Okay, er brennt auch. Ich guck mich mal ganz kurz nochmal da unten um jetzt, nachdem ich ja weiß, was mich auf der Seite erwartet. Bin ich neugierig, was es hier gibt? Da oben schnarcht was. Okay. Bisschen zu früh gesoffen vielleicht. Ey. Also, das sind scheiß Gegner, ganz ehrlich.
Die sind ein bisschen arschig. Aber okay, endlich mal einen gekillt. Endlich mal einen davon gekillt. So. Also hier komme ich wahrscheinlich zu dem Loot, den ich da oben schon die ganze Zeit im Blick hatte. Yep. Wow. Diese Geräusche immer. Ah, es ist unten. Okay. Oh, okay. Halb so wild. Was ist das hier? Alles. Wo bin ich hier? Da ist eine Leiter nach oben. Da oben steht einer drauf. Hier sind diese hässlichen Wesen im Wasser. Oh, was soll das hier jetzt? Hier geht's auch keine Leiter runter? Nur da oben nach oben. Was ist das hier? Da komme ich doch nicht mehr nach Hause. Da hinten durch vielleicht, aber... Bastarde. Und hier ist irgendwas in der Kirche drin. Irgendwas Größeres, glaube ich. Puh. Na, ich glaube, das mit dem Erschrecken ist durch. Tatsächlich. Bisschen Loot. Bin ich jetzt nicht so gierig drauf, ehrlich gesagt. Ey, wow, what the holy? Was zum Teufel? Was ist mit ihm? Okay, aber gut, haben wir einmal die Richtung erforscht. Ich habe das Gefühl, dort finde ich keinen Hinweis darauf, wie ich den Riesen besser besiegen kann. Irgendwas muss es geben. Ich laufe jetzt mal hier vor, geradeaus durch, anstatt runter zu hüpfen. Aha, hier komme ich hierher.
hier ist ja auch so ein Riesenviech, das hier irgendwo dann kommt. Da oben sitzt's. Ha. Aua, aua. Aua, aua. Ich bin verwirrt. Voll auf die Fresse. Voll auf die Fresse. Voll auf die Fresse. Geil. Scheiße. Ich sehe aber wieder keinen Hinweis auf mehr Schaden für den Riesen. Ha. Okay. Scheiß drauf. Durch der Maid. Ey. Ah. Ah. Gut, 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 gut. Im Butler im Esszimmer. Maiden ist, glaube ich, die Mahlzeit. Mehrzahl. Mehrzahl von Maid ist, glaube ich, Maiden, oder? Bin mir nicht sicher. Hast du nachgeguckt in dem Fall gerade? Nice. Aua, aua, aua. Nee, ach komm. No.
Danke. Gargoyle Flammenspeer. Klingt cool. Mal gucken. So, jetzt einmal zu euch. Ey, stopp! Nee! Ihr sollt aufhören, mich mit eurem Flammenscheiß anzuzünden! Danke! Oh nein! Oh, ich hab's nicht gesehen! Es sind beides Mimikas. Nein. Oh, Schweinerei. Erstmal eine. Nee. Oh. Ach, lutsch mir doch die... Da steht noch eine Kiste. Och man. 22.000 Seelen mittlerweile wieder. Warum auch immer so viele? Aber in den Kisten wird ja jetzt nichts sein. Oh, du überlebst. Entschuldigung. Ist er eigentlich tot mittlerweile? Nee, den habe ich noch nicht gekillt, wa? Ihr seid ja halb so wild, wenn ich... Wenn ich nah dran bin. So, jetzt ist die Frage... Spawnen die Gargoyles wieder ja auch? Mist. Ist das wirklich der Kampf? Ist das einfach schwierig, weil der so viel Leben hat? Und ansonsten gibt's hier nichts? Ist das der Kampf? Wegen viel Leben? Schwierig, weil... Ja, Mann.
Oh, aua. Ups. Aua. Aua, 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 warte kurz. Ah, ganz knapp zu kurz gedrückt. Zu spät. Zu früh gerollt, zu früh durch seine Beine gerollt. Upp. Aua, okay, alles gut. Mist.
Shitty. Mist. Das dauert ewig. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie schwer wäre, aber dadurch, dass es so lange dauert, boah, kann ich dem irgendwas entgegenwirken? Weil dieses andere Schwert hat ja auch nicht funktioniert, bei dem es heißt, am besten gegen Riesen einzusetzen, aber das hat ja nicht geklappt. Habe ich nicht verstanden. Vielleicht habe ich es auch nicht gecheckt. Als Riesentöter bekannt ist, die zerbrochene Klinge birgt noch eine Kraft der Stürme, die Riesen zu Fall bringen kann. Ha. Muss ich mir dann mal beim nächsten Mal anschauen nochmal. Werfe ich auf jeden Fall nochmal einen Blick drauf, ob ich die irgendwie verbessern kann oder da irgendwie ein bisschen was dran machen kann. Aber wir sind schon wieder eine Stunde dabei und deswegen danke fürs Einschalten, YouTube. Schön, dass ihr mich hier auf meiner wunderbaren Reise begleitet und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh! Nein, ich habe schon wieder vergessen zu sagen, bitte kein Backseat Gaming in die Kommentare. Bitte versucht es zu unterlassen. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.